Ihr Derivateportal Eniteo.de präsentiert Ihnen Eniteo TV. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Eniteo TV. Im Mittelpunkt unseres heutigen Spezials steht China. Welche Aspekte wir uns genau anschauen, das erfahren Sie jetzt in den Top-Themen. Konjunktur. Wird sich die Wachstumsabkühlung in China fortsetzen? Reformbedarf. Wie wichtig sind Strukturreformen in China? Und Aktienmarkt. Sind Chinas Aktien einen Kauf wert? Darüber spreche ich nun mit Monika Bowen, Senior Economist bei der DZ Bank. Sie ist mir nun aus Frankfurt zugeschaltet. Hallo, Frau Bowen. Hallo, Herr Ohme. Hallo, Herr Ohme. Ja, beginnen wir mit dem Thema Konjunktur. Anfang der Woche, da hat China ja Zahlen zum Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal vorgelegt und die waren nochmals niedriger als im ersten. Müssen wir uns jetzt zum einen auf eine anhaltende Konjunkturabkühlung in China einstellen und zum anderen, die Finanzmärkte, die haben die Zahlen ja eigentlich recht gelassen aufgenommen. Hat man sich da vielleicht schon an die niedrigen Wachstumsraten gewöhnt? Also ich glaube nicht, dass sich die Finanzmärkte schon an die niedrigeren Wachstumsraten aus China gewöhnt haben. Aber das Wachstum von 7,5%, das jetzt gemeldet wurde, das entsprach schon etwa den Umfragen, die im Vorfeld durchgeführt wurden und war dann von den Märkten auch eingepreist. Außerdem waren im Vorfeld, wenige Tage vorher, waren Befürchtungen aufgekommen, dass die Zahlen eventuell noch deutlich niedriger ausfallen könnten. Dazu hatten vielleicht etwas irreführende Bemerkungen aus Regierungskreisen geführt, aber die sind mittlerweile schon wieder revidiert worden. Also das, was wir jetzt gesehen haben, war wohl eher ein Aufatmen der Märkte, dass das Wachstum nicht noch schwächer ausgefallen ist. Ja, was den weiteren Ausblick angeht, also wir rechnen nicht damit, dass sich die chinesische Wirtschaft jetzt in den kommenden Monaten noch weiter signifikant abkühlen wird. Aber das Wachstum wird jetzt erstmal gedämpft bleiben. Wir haben deshalb auch unsere Prognose gesenkt. Wir rechnen jetzt auch für das laufende Gesamtjahr nur noch mit einem Wachstum von 7,5%. Das ist etwas weniger als im vergangenen Jahr. Da hatten wir ja 7,8% gesehen. Aber für das kommende Jahr können wir uns dann auch wieder ein etwas höheres Wachstum von 7,9% vorstellen. Grundsätzlich muss man sich aber wohl mittlerweile von der Vorstellung verabschieden, dass China dauerhaft Wachstumsraten von deutlich über 8% oder sogar im zweistelligen Bereich erzielen kann. Und was bedeutet dieser Ausblick für China denn jetzt für die globale Konjunktur? Geht der Weltwirtschaft jetzt nicht vielleicht eine wichtige Konjunkturlokomotive verloren? Ja, vielleicht hier erstmal zu den Hintergründen der Wachstumsabschwächung und auch unseres Ausblicks. Also das Wachstum in China, das wird momentan sowohl von externen als auch von internen Faktoren belastet. Zu den externen, zum einen, das ist die Exportkonjunktur, die läuft immer noch alles andere als rund. Das liegt an der Rezession hier in Europa, aber auch die Exporte in die Vereinigten Staaten, die treten seit einigen Monaten doch mehr oder minder auf der Stelle. Wir meinen aber, das wird nicht so bleiben. Wir erwarten für die US-Konjunktur in den kommenden Monaten bereits eine Beschleunigung und auch die Rezession hier in Europa, die sollte allmählich auslaufen. Das heißt, diese Belastung für das Wachstum in China, das sollte sich jetzt sukzessive verringern. Und für das kommende Jahr können wir uns dann auch wieder einen positiven Beitrag vom Außenhandel vorstellen. Aber zu den internen Faktoren, da zeichnet sich doch immer deutlicher ab, dass die neue Regierung in Peking, die seit ein paar Monaten im Amt ist, dass die auch eine neue Politik anstrebt. Ich denke, man kann hier durchaus von einem gewissen Paradigmenwechsel sprechen. Wir haben seit dem Führungswechsel gesehen ein striktes Vorgehen gegen die Korruption. Der Außenhandel wird strenger überwacht, um Exportscheingeschäften entgegenzuwirken. Man schaut genauer auf die Kreditvergabe der Banken und in der Industrie sollen in einigen Sektoren Überkapazitäten abgebaut werden. Also das sind alles richtige und wichtige Ansätze, aber sie kosten erstmal Wachstum. Das scheint Peking aber hinzunehmen, in Kauf zu nehmen. Wir haben gerade in den vergangenen Wochen verstärkt Äußerungen aus Regierungskreisen gehört, die betont haben, dass Strukturreformen jetzt wichtiger seien als hohe Wachstumsraten und auch Konjunkturpaketen, die jetzt das Wachstum beschleunigen könnten, denen wurde bislang eine Absage erteilt. Also hier findet durchaus eine Abkehr von alten Verhaltensmustern statt. Ja, was bedeutet das jetzt für die Weltwirtschaft? Vielleicht
möchte ich erstmal darauf hinweisen, dass auch ein Wachstum von 7,5 bzw. 7,9%, wie wir es jetzt erwarten, dass das im internationalen Maßstab sehr hoch ist. Kaum ein Schwellenland und erst recht kein Industriestaat wird in diesem und im kommenden Jahr ein so hohes Wachstum wie China erzielen können. Was aber vielleicht noch wichtiger ist, ist, dass das Gewicht der chinesischen Wirtschaft an der Weltwirtschaft in den vergangenen Jahren kontinuierlich gewachsen ist. Wir haben hier etwa eine Verdoppelung seit der Jahrtausendwende. Und das bedeutet, dass China jetzt mit Wachstumsraten, wie wir sie vor 5, 6, 7 Jahren gesehen haben, einen weitaus höheren Beitrag zur Weltwirtschaft leisten würde als damals. Und umgekehrt, dass es auch heute noch einen hohen Beitrag zur Weltwirtschaft leisten kann, selbst mit niedrigeren Wachstumsraten. Wir gehen deshalb auch davon aus, dass der Wachstumsbeitrag Chinas zur Weltwirtschaft in diesem und im kommenden Jahr stabil bleiben wird. Damit ist China dann vielleicht nicht mehr die klassische Konjunkturlokomotive, also der Impulsgeber, wohl aber eine wichtige Säule für das weltweite Wachstum, denn das Land steuert immer noch den mit Abstand höchsten Wachstumsbeitrag bei, nämlich rund ein Drittel. Dann kommen wir doch nochmal auf die Strukturreformen in China zurück, die Sie ja angesprochen haben. Um welche Strukturschwächen und um welchen Reformbedarf handelt es sich denn dabei und für wie wichtig schätzen Sie dies ein? Also für sehr wichtig. Mit seinem aktuellen Wachstumsmodell steuert China unweigerlich auf große Probleme zu, und zwar schon in den kommenden 10 bis 15 Jahren. Das liegt zum einen daran, dass China kein klassisches Billiglohnland mehr ist. Die Mindestlöhne, die werden regelmäßig angehoben, und auch der massive Strom von Wanderarbeitern aus dem strukturschwachen Hinterland in die Industriemetropolen an der Ostküste, der verlangsamt sich jetzt so allmählich. Das Lohnniveau dort, wo immer noch überwiegend für den Export produziert wird, hat sich dadurch schon deutlich erhöht, und es wird sich unserer Ansicht nach auch noch weiter erhöhen. Und hinzu kommt die kontinuierliche Aufwertung der chinesischen Währung. Aber noch ein wichtigeres Problem holt China jetzt immer schneller ein. Und zwar wächst die Bevölkerung nur noch sehr langsam, kaum noch schneller als in den Industriestaaten, und sie altert rapide. Die Zahl der Chinesen im erwerbsfähigen Alter, die stagniert mittlerweile schon und die wird in wenigen Jahren schon zurückgehen. Und auch die Gesamtbevölkerung, die wird etwa ab Ende des kommenden Jahrzehnts zu schrumpfen beginnen. Erst langsam, aber dann auch immer schneller. Das sind Folgen der sogenannten Ein-Kind-Politik, die in den 70er Jahren eingeführt wurde und die bislang zwar gelockert, aber immer noch nicht vollständig aufgehoben wurde. Für eine Volkswirtschaft wie China, wo die Wertschöpfung immer noch hauptsächlich von einer sehr arbeitsintensiven und exportorientierten Industrieproduktion dominiert wird, ist eine solche demografische Entwicklung aber fatal. Doch wir sehen bislang noch kaum eine Anpassung der Wirtschaftsstrukturen an diesen doch recht absehbaren Wandel. Wir finden vor allen Dingen beunruhigend die hohe Industrielastigkeit. Die Industrie hat einen Anteil von etwa 50% an der Gesamtwirtschaft, und zwar seit Jahren. Das ist so hoch wie in kaum einem anderen Land, und das stößt ja auch mittlerweile unter Aspekten wie Umweltverschmutzung und Ressourcenknappheit an seine Grenzen. Und dagegen sind Konsum und Dienstleistungssektor haben eine sehr geringe Bedeutung. Also die Weltbank, die empfiehlt China schon seit langem, den Anteil von Konsum und vom Servicesektor deutlich und schnell zu erhöhen. Und auch der Internationale Währungsfonds hat jetzt gerade vor ein paar Tagen eine Studie herausgegeben, wo China förmlich gedrängt wird, so schnell wie möglich mit dem Strukturwandel zu beginnen. Denn dann könnten die negativen Effekte des massiven demografischen Wandels aufgefangen und abgefedert werden. Die Weltbank schätzt, dass dann für den Rest der Dekade das Potenzialwachstum auf etwa durchschnittlich 7% stabilisiert werden könnte, dann im kommenden Jahrzehnt auf 5 bis 6%. Also die jetzt angedachten und absehbaren Strukturreformen der chinesischen Regierung, die sind dringend notwendig, wenn nicht schon längst überfällig, und wir halten sie für sehr begrüßenswert. Sie stehen dem wirtschaftspolitischen Wandel in China ja offenbar recht positiv gegenüber. Lässt sich das aber auch quasi in eine Anlageempfehlung übertragen? Wie sieht es da aus?
Ja, also wir sind zuversichtlich, dass diese jetzt absehbaren Strukturreformen das Wachstum in China längerfristig auf ein solideres Fundament stellen wird. Und wir gehen davon aus, dass auch am chinesischen Aktienmarkt diese Perspektive positiv aufgenommen wird. Wir erwarten deshalb, dass wir schon in den kommenden Monaten hier eine sichtbare Kehrtwende sehen werden. Jetzt haben wir ja in den letzten Wochen und Monaten teilweise sehr starke Kursverluste an den chinesischen Aktienmärkten gesehen. Hier war die Angst vor einem deutlichen Konjunktureinbruch, vielleicht sogar vor einer Finanzkrise zu spüren. Aber das Bewertungsniveau des Marktes hat sich dadurch doch kräftig abgesenkt. Es liegt mittlerweile unter dem Niveau der entwickelten Märkte. Und hier sehen wir mittlerweile durchaus wieder Kurspotenzial und halten einen Einstieg für attraktiv. Wir haben selbst in unser Musterdepot vor einigen Tagen chinesische Aktien aufgenommen. Wir haben dabei allerdings den Aktienindex, der in Shanghai gelistet ist, CSI 300, bevorzugt. Der hat eine ausgewogenere Sektordiversifizierung, anders als der sehr bankenlastige Hang Seng Index. Also für einen längerfristig orientierten Anleger mit einem gut diversifizierten Portfolio, da eignet sich eine Beimischung von chinesischen Aktien momentan durchaus. Monika Bowen, dann besten Dank für Ihre Einschätzungen und bis zum nächsten Mal. Gerne. Und zum Abschluss gibt es jetzt nochmal die Zusammenfassung dieser Sendung mit Hilfe der Top-Themen. Konjunktur. China erreicht nur noch 7,5% Wachstum in diesem Jahr. Reformbedarf. China steht vor gewaltigen demografischen Herausforderungen. Und Aktienmarkt. Bewertungsniveau chinesischer Aktien eröffnet Kurschancen. Das war AnyTeo TV für diese Woche. Nächsten Freitag sehen wir uns mit einer neuen Ausgabe wieder. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen. Ihr Derivateportal AnyTeo.de präsentierte Ihnen AnyTeo TV.